Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen jetzt einmal gemeinsam in die Woche. Hier gibt es die Wochenbotschaft vom 11. bis 17. September. Ja, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und startest vielleicht sogar gemeinsam mit mir in die neue Woche. Es war ja doch sehr spannend in der Legung zum Wochenende. Wir gucken mal, ob es mit den großen Arkanen weitergeht. Ja, du weißt natürlich, es ist eine Kollektivlegung. Bitte auf deine persönlichen Themen umlegen und das mitnehmen, was sich richtig anfühlt für dich. Und solltest du Hilfe und Unterstützung benötigen in Form eines Coachings, Heilsitzung, persönlicher Kartenlegung oder spirituellen Begleitung, dann schau unten vorbei. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt auch. Nochmal ein herzliches Dankeschön an dich. Vielen, vielen Dank für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und vor allen Dingen, dass du hier mit dabei bist auf dem Kanal und dass dieser Kanal wachsen darf. 6.000 Abonnenten, ich freue mich riesig. Wie schön. Wirklich, also ich muss nochmal sagen, ich lese auch so gerne die Kommentare und ja, ich hoffe wirklich, dass ihr in jedem Video etwas mitnehmen könnt, es reflektieren könnt, auf euch umlegen könnt, damit ihr einfach ja, gewappnet seid für die Tage, für die Energien, die kommen. Das würde mir wirklich, ja, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Aber jetzt genug davon. Wir starten jetzt mal mit der Wochenenergie. Unten findest du natürlich den Timeslot, um direkt zur Legung vorzuspringen. Also, ich verbinde mich mit der Wochenenergie, 11. bis 17. September. Und mit dem Seelenkollektiv. Worum geht es? Was zeigt sich? Worum geht es? Unterer Kartenrand, ich starte, unterer Kartenrand haben wir 6 der Kelche. Die Vergangenheit spielt in dieser Woche eine Rolle und ich muss sagen, ja, für 7 Karten, wir haben 1, 2, 3 große Arkana, also ja, definitiv im Moment ist es echt verhext. Sind wirklich sehr viele große bedeutende Karten mit drin. Wir starten hier mit dem Montag, beginnt auch direkt mit einer großen Arkana. Wir haben den Wagen. Der Wagen steht natürlich für Bewegung. In diesem Fall sehe ich, dass du dich viel bewegst. Vielleicht ein Ausflug, du machst Sport oder du bewegst dich in Form, dass du viele Dinge anfängst oder erledigst. Also sehr viel ist los bei dir. Könnte auch sein, dass du in eine Menschenmenge kommst oder sehr viele Menschen um dich herum sind. Vielleicht bist du auch im Urlaub oder du machst deine Reise mit dem Storch hier. Kann es aber auch einfach sein, dass du dich auch abgrenzt von Menschen und von einer Menschenmenge. Eine Person hat besonderen Einfluss auf dich bzw. in deinen Gedanken. Also es bedeutet, du denkst über besonders eine Person nach. Vielleicht auf Gefühlsebene, vielleicht aber auch, weil sie etwas ganz Bestimmtes gesagt oder gemacht hat. In der Vergangenheit könnte hier sein, wir haben die Energie des 6 der Kelche. Irgendeine Person schwört dir die ganze Zeit im Kopf rum. Und das macht etwas mit dir, besonders bezogen auf deine Laune, auf deine Stimmung oder auf deine Beweglichkeit. Das muss gar nichts Schlimmes sein. Es kann sein, dass du gut an diese Person denkst. Es kann sein, dass du ein bisschen Bauchschmerzen hast, weil die Person vielleicht ja auf dich zugekommen ist. Wir haben es bei den News zum Wochenende gesehen. Und vielleicht irgendetwas von dir möchte.
Für jeden wird es unterschiedlich sein, aber es wird dir helfen, dich ein bisschen abzugrenzen. Im Zuhause. Das Haus, ne? Also es kann sein, dass du dich zurückziehst ins Häusliche ein bisschen und darüber nachdenkst, reinfühlst und dir wirklich Gedanken um Verbindungen machst zu Menschen. An sich ein guter Tag, viel Bewegung, du bist in der Lage, viel zu bewältigen. Auch der Haushalt kann ja angesprochen sein. Also schau mal für dich. Es geht ja auch so ein bisschen um Aufräumen, um Klärungen. Am Dienstag haben wir Page der Münzen. Das ist spannend. Ich bekomme gerade, jemand versucht, dich telepathisch zu erreichen. Jemand denkt die ganze Zeit an dich oder schickt dir wirklich telepathisch Botschaften. Ruf mich an, melde dich bei mir oder entscheide dich da und dafür, entscheide dich für mich. Das bekomme ich gerade rein. Also es ist wirklich jemand, der immer wieder dir mental etwas sendet. Das ist ja spannend. Worum geht's da? Okay, das waren jetzt wirklich zu viele. Eine Karte, danke. Der Sarg. Okay. Höchstwahrscheinlich für die allermeisten handelt es sich um eine Person aus der Vergangenheit, die sehr viel an dich denkt. Vielleicht hattet ihr vor kurzem Kontakt oder immer mal wieder, oder diese Person ist gerade recht präsent. Diese Person aus der Vergangenheit, die dir die ganze Zeit mental Sachen schickt, telepathisch, möchte, dass du das Vergangene loslässt. Dass du alles, was du über die Person mal aufgebaut hast an Meinungen, an Vorurteilen, dass du die fallen lässt. Das ist dieser Person extremst wichtig. Diese Person möchte mehr in dein Inner Circle. Diese Person möchte mehr mit dir zu tun haben, in Kontakt treten oder halt hat eine ganz bestimmte Sache, worum es geht, für jeden unterschiedlich. Hier geht es aber darum, dass diese Person, die möchte, dass du den Fokus auf sie legst. Die möchte gesehen werden. Mega spannend, okay. Das kann hier natürlich kurz, das kann hier in der Liebe sein, das kann hier aber natürlich in der Freundschaft sein, im Beruflichen sein, Arbeitskollege oder Kunde sogar, ganz egal. Für jeden unterschiedlich, bitte. Und ich muss hier auch nochmal wirklich erwähnen, ich lese es wirklich oft in den Kommentaren, wenn man dann gesagt wird, ja, nein, aber der hat, also wenn man dann an eine gewisse Person denkt, sei es der Herzensmensch oder jemand, in den man verliebt ist, dann denkt man immer, dass es diese Person ist und diese Person hat dann nicht so agiert und dann stimmt das nicht. Dann empfehle ich dir, mal den Horizont ein bisschen zu erweitern und den Scheinwerfer rumzuschwenken in deinem Umfeld, denn, wie gesagt, oftmals ist es nicht die Person, die du meinst. Ja? Also kann es auch sein, dass es eine andere Person ist. Und wenn man so eingeschossen ist auf nur eine Person, ist es oft so, dass es die, ja, vielleicht gar nicht so ist, weil du gar nicht mehr in der Lage bist, andere Signale von anderen Menschen wahrzunehmen. Also das sage ich immer gerne. Erweitere deinen Blickradius in deinem Umfeld. Nutze diese Legung zur Reflexion. Wer könnte das hier noch sein? Spätestens, das empfehle ich immer, Wochenbotschaften Mitte, Ende nochmal zu schauen, zu reflektieren, auf wen könnte das denn sonst in meinem Umfeld zutreffen. Mittwoch haben wir König der Schwerter. Und das ist eine Energie, eine Person, wo du dich auseinandersetzen musst, darfst, möchtest, willst, höchstwahrscheinlich, wo es um den weiteren Lebensweg geht und um die Gesundheit oder das Wachstum. Es könnte hier tatsächlich eine Art Mentor sein, eine Person, die dich begleitet oder begleiten soll, begleiten darf oder wird. Und es ist hier so ein bisschen wie Regelung. Man klärt hier Dinge, man kalkuliert Dinge. Es geht hier um dich, das bist du, auch als Mann. Und hier haben wir erste und zweite Hauptperson.
in den Kipperkarten bedeutet, es kann auch sein, dass es wirklich um eine Partnerschaft, Beziehung geht, hier in diesem Fall, dass man sich Gedanken macht über Künftiges. Also, wie, das könnte jetzt zum Beispiel wirklich sein, dein Partner, dein Mann, man macht sich Gedanken, vielleicht sind beide gestresst, was kann man machen, damit das nicht mehr so ist, vielleicht plant man eine Reise, man verändert die Lebensplanung, die Alltagsplanung. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie in diesem Fall, wie ich eben gesagt habe, niemanden hast, könnte es hier sein, dass es zum Beispiel um deine Mutter geht, um Familienthemen geht, dass man da Sachen ändert oder Regeln aufstellt oder einfach, damit es allen besser geht. Aber hier könnten wichtige Gespräche, Klärungsgespräche stattfinden. Ja, sehr viele Personenkarten wirklich in dieser Woche. Also unglaublich, neben den großen Arkana sind das nur Personenkarten. Zeigt dir hier am Anfang, es ist viel los in dieser Woche mit Menschen um dich herum. Mit dem Ritter der Stäbe am Donnerstag kommen hier neue Inspirationen und Möglichkeiten auf dich zu. Vielleicht siehst du wirklich ein Feuerwerk, wir haben es hier abgebildet, aber es geht hier um das innere Feuerwerk. Könnte sein, dass du ein Ja bekommst zu irgendetwas, eine Zusage oder jemand unterstützt dich, damit etwas gut wird. Ja, gute Dame, gut wird, ja. Auch hier Personenkarten, hier, also diese Woche ist voller Personen. Voller Personen, verschiedene Personen, die Bedeutung haben, Personen aus der Vergangenheit, Personen, die mit in die Zukunft kommen. Unterschiedlich, aber hier ist eine Person, die dir hilft, die sehr unterstützend wirkt. Die möchte, dass du weiterkommst, die möchte dich weiterbringen. Vielleicht hat sie eine tolle Idee, einen Impuls oder greift wirklich, ja, packt einfach mit an, damit du deinem Ziel näher kommst. Schlange, Heilung, aber auch Mutter, könnte hier auch die Mutter sein oder jemand, der wie eine Mutter ist oder einfach eine Frau, ein Hinweis auf eine Frau, die gibt. Es könnte sein, dass hier auch bezogen auf Mutter, das Thema Mutterheilung geschieht oder dass du dich neu entdeckst in einer Form von Mutterrolle. Das kann jetzt zu einem Haustier sein, das kann zu einem Projekt sein, wie gesagt, zu einem Baby, also etwas wird geboren. Also wenn du ein Projekt, ein Hobby hast, kannst du dafür auch Mutter sein. Für jeden wird das unterschiedlich sein. Es ist etwas, weil etwas Vergangene in Heilung geht. Passiert dir das jetzt? Wir haben ja schon gesehen am Wochenende, du bekommst hier Speed. Kanalisierst deine Energie in eine Richtung. Sehr gut. Freitag haben wir den Eremiten, große Arkana. Könnte sein, dass du ein besonderes Ereignis hast am Freitag. Ein ausschlaggebendes Ereignis, was dir ein Stück weit Erkenntnis bringen wird. Bezogen auf dein Leben, also allgemein, oder Gesundheit sogar. Ja, zu hohen Ehren kommen, ein kleines Kind haben wir hier. Hier könnte es sein, dass du wirklich erfolgreich in einer Sache bist, also dass du direktes Feedback bekommst oder Münzen bekommst, für jeden unterschiedlich, oder Wertschätzung. Diese holst du dir aber auch von innen, bedeutet tiefgründige Gedanken, Gedanken des Neuen entwickeln. Also jeder Neubeginn oder Neuanfang mit etwas oder ein neues Projekt hat natürlich auch so ein bisschen etwas Nostalgisches. Zum einen das Positive, das Freuen, das, die Neugier, zum anderen aber auch, ja, wird das gut? Habe ich sowas schon mal erlebt? Also ja, so ein bisschen wie Neujahr. Was liegt jetzt vor mir? Was kommt auf mich zu? Hier wird Meditation helfen, beziehungsweise die Reflexion, die Innenschau. Du kommst deinem Ziel immer näher. Hindernisse können hier überwunden werden. Zu hohen Ehren kommen, sehe ich hier den Berg. Der Berg wird überklommen und das Geschenk liegt dahinter. Du bekommst hier Unterstützung von allen Ecken. Menschen werden dir geschickt, das Universum schickt dir Möglichkeiten. Es ist so,
als würdest du in eine Art Dankbarkeit gehen, auf die Knie fallen und dich bedanken und das ja mit Demut entgegennehmen. Es geht in eine positive Richtung. Die Berge sehe ich hier wirklich als überwundenes oder dass die Berge nicht mehr als Berg erscheinen, sondern nur noch als Hügel. Sehr gut. Ja, die Kraft haben wir am Samstag. Du bist hier in deiner Kraft, du bist hier weiter in der Schöpferenergie. Also wir sehen ja hier auch das Licht, wir sehen hier das Licht, wir haben hier die Löwenkraft. Vielleicht hast du besonders mit einem Löwen zu tun. Oder aber es geht etwas mit einem Löwen in Heilung, Zusammenkunft. Vielleicht triffst du dich mit jemandem, der Löwenanteile hat, viele Löwenanteile, oder aber ja, du lässt es dir an diesem Tag einfach gut gehen. Du genießt diesen Tag, du bist auch ein bisschen stolz, natürlich auch demütig, aber du kannst auch stolz auf dich sein, was du alles erreicht hast. Und die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, die werden das genauso sehen. Ja, die Mäuse und hier die Sense. Du hast so viel Kraft, dass du wirklich in der Lage bist, etwas Altes abzuschließen, aus der Vergangenheit etwas loszulassen. Und vielleicht ist das hier sogar die Zusammenkunft von einer Person, die hier unbedingt mit dir Kontakt haben möchte. Und du bist hier bereit, Dinge zum Schluss noch zu klären, damit du wirklich einen neuen Blick bekommst für diese Person oder diese Situation. Bist in deiner Kraft. Sehr schön. Andere nehmen das auch wahr. Andere sonnen sich sogar in deiner Energie. Am Sonntag haben wir Page der Inspiration, also Page der Stäbe. Oben hatten wir Ritter der Stäbe, hier haben wir den Pagen. Es handelt sich um jemanden, der dir oft mehr zuhört, höre ich, als du ahnst. Auch hier Feuerenergie. Also jemand könnte dir, ich sehe das fast schon wie gerade so eine Lehrlingenergie. Also jemand hört dir aufmerksam zu, schreibt vielleicht sogar mit. Hört dir sogar dann zu, wenn du gar nicht im Raum bist. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Also wenn du selbst gar nicht anwesend bist oder aber wenn du es gar nicht merkst, jemand, der sehr die Ohren spitzt, auf, bezogen auf dein Wissen, auf deine Weisheit, bezogen aber auch auf deine Art, wie du dich gibst, bezogen auf, ja, diese Person ist einfach neugierig. Ich sehe das ich sehe das nicht negativ, nicht ausspionieren. Ich sehe es, da ist jemand neugierig und ja, ist so dein ja, gehört zu deinem Team. Bekomme ich gerade. Traurige Nachrichten, ein langer Weg. Diese Person möchte dich begleiten oder begleitet dich schon einen langen Weg. Traurige Nachrichten, sehe ich tatsächlich eher bei der Person liegen. Vielleicht hat die Person traurige Nachrichten und wird sich dahingehend bei dir melden oder möchte etwas klären. Vielleicht hast du auch mit dieser Person, ja, vielleicht eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Das hat sowohl dich als auch diese Person traurig gemacht, aber für sie. Für diese Person ist das noch intensiver, weil sie dich zum einen schon mal ein bisschen auf ein Podest stellt. Meiner Meinung nach sind Podeste immer ganz gefährlich, denn sie entstehen nur, um eingerissen zu werden. Aber in diesem Fall ist das, es ist nicht böse gemeint. Es geht hier um Klärung, vielleicht auch um ein Telefonat. Also die Ohren werden mir immer wieder angezeigt. Hören. Kann auch zuhören, telefonieren. Vielleicht hörst du zu, vielleicht hört diese Person zu. Es geht hier um einen Austausch. Eine Karte. Ja, es geht ja um einen Austausch. Du weißt es nicht. Entweder weißt du gar nicht, wer diese Person wirklich ist oder wer dir da immer zuhört oder dich so
wertschätzt, deine Art, dein Wissen wertschätzt. Es kann sein, dass es an diesem Tag gelüftet wird. Also mit dem Buch haben wir natürlich was Versiegeltes. Vielleicht weißt du es nicht oder diese Person möchte ein Treffen vereinbaren oder möchte es dir sagen und du sagst ab. Das könnte hier auch die traurige Nachricht sein. Du wirst auf jeden Fall immer mehr Zeichen bekommen. Vielleicht sogar Katze. Thema Katze könnte hier ausschlaggebend sein. Aber du wirst ein Zeichen bekommen, dass du merkst, wer diese Person ist und dass dahinter ja noch so viel mehr steckt. Also eine spannende Woche, sehr viel los, sehr viele Menschen, sehr viel Bewegung, sehr viel zu klären, sehr viel Vergangenheit, sehr viel Zukunft. Eine Überraschungswoche. Die Vergangenheit definitiv on board. Aber du wirst sehr viel über die Menschen und über dich lernen in dieser Woche. Es ist eine sehr spannende Woche, finde ich, eine sehr interessante Energie. Insgesamt bist du in deiner Kraft, Ausrichtung und es ist sehr viel los. Innenschau kann dir hier wirklich helfen, deine Energie weiterhin zu kanalisieren. Und für ein oder andere kann es ja auch um Vergebung gehen in der Woche. Ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir einen super schönen Start in die Woche und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Von Herzen danke und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.